So, also auf in die Jagdhütte. Und wir sprechen mal mit John Fadenbach. Oh, da fällt mir ein, hier gibt es ja gleich noch was anderes, was wir erleben werden. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ich vermute, dass ihr schlechte Kunde aus der Stadt bringt. Ihr seid aus der Stadt gekommen, oder nicht? Ich habe alles aus der Ferne beobachtet. Der Himmel hat sich schrecklich verdunkelt und es liegt ein Schatten der Unruhe über Archit. Über den Einwohnern wie auch den Tieren und Bäumen. Lasst mich raten, mein Vater hat nicht die Weisheit, um all dies zu bemerken, also habt ihr von seinem verbannten Sohn gehört und seid gekommen, um ihn um Hilfe zu bitten. Also los, raus damit! Ich möchte hören, was ihr zu sagen habt. Wir nehmen diese Schulterpolster und beenden. Cornelius Strohlehm hat letztendlich sein wahres Gesicht gezeigt. Cornelius Strohlehm hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Ich wusste, dass er ein böses Herz hat, aber mein Vater ist einfach zu gutgläubig. Er denkt nicht gern schlecht über andere Leute. Seine Ignoranz hat mich schwer getroffen, aber er ist ein guter Mann. Also, um eure Frage zu beantworten, ja, ich werde Archit zu Hilfe eilen. Ich selbst und meine Freunde auch. Ich bin ein Jäger und erfahrener Krieger, von meinem Vater, dem Hauptmann, selbst trainiert. Und ich würde lieber sterben, als untätig herumzustehen, wenn garstige Räuber ein anständiges Volk überfallen. Lasst uns sehen, was noch zu tun ist, bevor der Sturm über uns hereinbricht. Während ich meine Krieger und Waffen sammle, solltet ihr euch in das Lager der Schwarzwolds schleichen und ihren Plan für den Überfall heute Nacht herausfinden. Das wollen wir tun? Und werden losgeschickt von John Farnbach. Ich finde auch schön hier, wir sind ja in der Jagdhütte, da gibt es auch ausgestopfte Tiere. Gerade mit dem Schatten im Hintergrund sieht das schon ziemlich cool aus, wie der Bär hier da steht. Sowas können wir später auch selbst erwerben. Auch hier ausgestopfte Keiler und hier drüben liegt noch toter Bär rum, der noch nicht ausgenommen wurde. Äußerst hygienisch, äußerst schön. Und die hier liegen, glaube ich, schon ein bisschen länger, wenn ich mir die Fliegen so anschaue, die da drüber fliegen. Ist eine ziemliche Sauerei, finde ich, die Tiere zu töten und dann ja einfach hinzuklatschen, aber gut. Ja, auch der ist tot. Ich dachte mir gerade, vielleicht ist es ein Hund, aber nein, es ist ein Wolf. Glaube ich, ich weiß es nicht. Sehen, wie John seinen Bogen einsetzt. Hab noch nie eine Ruhe. Gut, machen wir uns auf den Weg nach draußen, aus der Jagdhütte raus. Und, nein, Atli hat noch nichts für uns, okay. Der dürfte später etwas für uns haben und bewegen uns mal direkt nach Süden hier am Ostufer des Sees entlang. Da müssen wir nicht wieder den anderen Weg gehen, der bringt uns sowieso nichts, wir müssen so oder so ein bisschen schwimmen. Und gehen mal ein paar Räuber klatschen. Schöne Sache. Habe ich vorhin schon gemacht, aber habt ihr ja nicht gesehen. Ist übrigens auch stark, wie er es schafft, hier im Sprint durch das Wasser zu laufen. Das will ich sehen, wer das schafft. Gut, ist jetzt übrigens schon wirklich das Ende des Intro-Gebietes. Wir sind schon relativ nah am Abschluss. Aber ein bisschen haben wir natürlich noch zu tun. Wir müssen auch hier ins Schwarzwald-Lager rein. Ich lasse die mal hier stehen außen. Und wir sehen, auch das sind arnorische Ruinen. Die Ruinen sind ja nicht immer ein Haupt des Guten, ne? Also die sind von allen benutzt worden, die irgendwie gerade in der Nähe waren dann. Aber da können wir mal sehen, hier auch die 7 Sterne. Die sind auch ein Zeichen. Oh, es ist dunkel geworden. Die sind auch ein Zeichen der gondorischen und arnorischen Könige, glaube ich. Also, das ist, glaube ich, ein Zeichen, ein Machtsymbol der Numenorer. Gut, und die Schwarzwaldpläne liegen glücklicherweise äußerst unbeaufsichtigt in der Gegend rum. Die wollen wir uns dann direkt mal einsacken. In einem Brief in der Tasche steht geschrieben, dass die Schwarzwolds heute Nacht mit Angmars Hilfe angreifen wollen. So, dann machen wir noch ein paar Räuber platt hier. Das ist nicht das Problem. Die sind nicht so herausfordernd, muss ich dazu sagen. Zumal wir ja mittlerweile auch schon ein ganz gutes Level haben. Hier, der Leutnant, der ist fast tot, wenn wir den durchdringenden Schuss einsetzen. Aber gut, der haut auch ganz schön rein, muss ich dazu sagen. So, jetzt brauche ich bloß mal einen Gegner hier. Wie wär's denn mit dir da oben? Bei mir kannst du dir eine Schlacht Prügel abholen. So, das können wir gleich im Fernduell machen. Keine Chance für sie. Die zieht mir so gut wie nichts ab, stelle ich gerade fest. Das ist schön. Das ist traumhaft. Gut, haben wir noch einen hier drüben vielleicht? Ah, da haben wir mal einen mit Begleiter. Es gibt auch Gegner, die Begleiter immer mit sich schleppen. Zum Beispiel... Gehört der Wolfshund zu dem Fallensteller? Ja, gehört er. Zum Beispiel dieser Fallensteller, der hat immer den Wolfshund mit an der Seite und wenn man den einen angreift, hat man den anderen zwangsweise mit an der Backe.
So, kein Problem. Und wir steigen auf Level 6 auf. Jetzt wird uns auch mal das mit dem Zierwerk erklärt. Das habe ich euch schon gezeigt. Denn wir tragen bereits das Zierwerk. Oder tragen bereits ein Zierwerkstückchen. So, damit können wir uns wieder zurück machen auf den Weg nach Norden. Und wir können endlich eine Spezialisierung wählen. Darauf habe ich gewartet. Denn jetzt beginnt es ab Level 6 also. Wunderbar, gut zu wissen. Das haben wir für jede Klasse. Es gibt einen blauen, einen roten und einen gelben Zweig. Oh, ich werde angegriffen. So eine Sauerei. Gut, den Kampf möchten wir gerade mal machen. So. Wir haben einen blauen, einen roten und einen gelben Zweig. Meistens ist es so, dass der rote Zweig für Schaden ist. Also für schönen, hohen Schaden. Ist auch hier so. Hoher Schaden, die Spezialisierung. Der gelbe ist meistens irgendwie mit, Unterstützungszaubern auch mit dabei. Hier ist auch langanhaltender Schaden mit dabei. Gut, also es sind mehr so die indirekten Leute, die indirekten Fähigkeiten hier im Gelben. Und der Blaue ist meist irgendwie ein bisschen anders. Hier in dem Fall entscheide ich mich für den Blauen, denn der Rote ist zwar die Spezialisierung auf den hohen Schaden. Allerdings ist es eine unbewegliche, wirkungsstarke Schadenslinie, die den Angreifern hohen Schaden zufügt und dabei durch das effektive Generieren und Verbrauchen von Fokus den angerichteten Schaden maximiert. Dieser Punkt, unbeweglich, der stört mich dabei. Während der Jägersmann, der Blaue, auch der Blue Liner genannt, ein beweglicher Angreifer mit mittlerer Reichweite ist, der konstanten Schaden anrichtet, während er sich frei bewegen kann. Er feuert schnelle Salven ab und richtet damit kontinuierlich Schaden an. Den nehme ich, denn mir ist die Beweglichkeit sehr wichtig dabei. Wir können zwar noch keine Punkte vergeben, weil wir noch keine bekommen haben, aber zumindest sind wir jetzt beweglich. Das heißt, wir können jetzt auch hier angreifen und können, während wir uns bewegen, den Stachelpfeil hier mitmachen und unsere Leiste wird nicht unterbrochen. Wenn wir uns vorher bewegt hätten, wären wir unterbrochen worden dabei. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir müssen allerdings damit leben, wenn man sich bewegt, ist der Schaden ein bisschen verringert, den man verursacht damit. Aber das ist zu verkraften. Jedenfalls mag ich es, wenn man sich bewegen kann dabei. Das ist auch mit dem Barden so, was ich auch sehr bequem finde. Deswegen mag ich den Barden auch sehr. Die meisten Angriffe mit dem Barden sind ohne Vorbereitungszeit und können deshalb auch während der Bewegung benutzt werden. Ich kann auch jemanden im Laufen einfach anschreien. Das ist sehr schön. Und wir sehen auch, unsere Fokusleiste sinkt nicht mehr ab, wenn wir uns bewegen. Die bleibt jetzt so und das ist gut so. Außerdem haben wir auch neue Skills dazu bekommen. Sperrfeuer, ein schneller Angriff, der mit jedem Gebrauch mehr Schaden zufügt. Und geißelnder Hieb, ein Nahkampfangriff, der zusätzlichen Schaden verursacht, falls der Feind von eurem Stachelpfeil getroffen wurde. Da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen umräumen. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. So, machen wir das mal so. Den, der Fokus braucht, setzen wir wieder nach hinten. Oh. Ist schließlich auch der stärkste Angriff. Und damit können wir jetzt zurück zu John Farnbach gehen. Und haben die Vorbereitungen für die Verteidigung Aschitz abgeschlossen. So, John. Oh, mit dem Schlafsack muss ich gleich auch noch interagieren. Ich glaube, das geht jetzt gerade noch gar nicht. Aber das sollte gleich gehen. Und die Dame hier, die hier anwesend ist, diesen Hauptmann, das sieht man schon daran, dass sie einen Herold mit sich herumschleppt. Das ist also der NPC-Begleiter, den man als Hauptmann mit sich herumführen kann und der das Kämpfen einfach macht. Gute Arbeit! Gute Arbeit, Aigir. Und ihr wart auch noch so schnell. Das wird ein Segen für Aschitz sein. Jetzt sind wir in der Lage, ihre Angriffe mit der passenden Strategie niederzuschlagen. Wir nehmen den Wächterhelm und haben noch die abgetragene Ausrüstung. Was ist das denn? Ich glaube, das hat man im Nachhinein hinzugefügt. Ich glaube, es besteht immer noch Hoffnung für uns. Wir benötigen nur eine Strategie. Was für ein ausgezeichneter Fund, Aigir. Diese Leute aus Angmar scheinen bösartige Feinde zu sein. Aber wenigstens wissen wir jetzt, gegen wen wir kämpfen werden. Auf dem Plan ist auch eine Karte, die auf den alten Ostpfad deutet. Der ist gleich hier in der Nähe. Wir alle meiden diesen Pfad, außer Atli Spinnenfluch, ein Besucher aus dem Gebiet östlich des Nebelgebirges. Sprecht mit Atli und findet heraus, was er über den Pfad weiß. Wir können den Pfad zu unserem Vorteil nutzen, wenn wir ihn erfolgreich auskundschaften. Gut, Atli ist ja gleich nebenan. Und mit dem wollen wir mal über den alten Ostpfad sprechen. Zuvor will ich allerdings mal schauen, ob wir nicht doch schon... Ja, wir können hier schon ein Nickerchen machen. Ich glaube, er empfiehlt uns das. Genau. Ihr hattet einen sehr langen Tag und draußen warten keine weitere Gefahren. Ruht euch ein wenig aus. Dort drüben ist ein Schlafsack, den ihr benutzen könnt.
Ich werde euch wecken, sollte etwas Wichtiges geschehen. Wir werden den Schlafsack mal benutzen, das hat man im Nachhinein mal mit eingebaut. Ist eine schöne Sache, denn wir werden im Schlaf heimgesucht von jemandem, den so gut wie jeder kennt. Und mit einer Vision bestückt, die uns über Kommendes aufklärt, was wir so erleben werden im Laufe von Herrn der Ringe Online. Der Schlafsack ist bequemer, als ihr erwartet hattet. Oder ihr seid vielleicht erschöpfter, als euch bewusst war. Ihr schließt eure Augen und seid nur Augenblicke später in euren Träumen versunken. Auf in die Vision. Aigir. Achtet genau auf meine Worte. Ich bin Galadriel, die Herrin des Goldenen Waldes. Fürchtet euch nicht, Jüngling. Die Lebensspanne eurer Rasse ist sehr begrenzt. Aber das Schicksal Mittelerdes liegt nun in euren Händen. Ich werde euren Schlaf nicht lange stören. Ich kann euch in euren Träumen nur für kurze Zeit besuchen. Ich habe in meinen Spiegel geschaut und dort vieles gesehen, was mir Sorgen bereitet. Ich werde es euch zeigen. Ich habe in der bösen Stadt Khardûm erleuchtete Fenster gesehen. Das furchtbare Land Angmar regt sich. Einst dehnten sich Schatten von Angmar her aus, um Mittelerde zu bedrohen. Ich fürchte, sie werden es wieder tun. Mein Spiegel zeigt mir noch viel mehr, das ich nicht verstehe. Einiges davon könnte eintreffen oder nichts von alledem. Von dieser Art ist die Macht meines Spiegels. Ganz Mittelerde wird durch die Rückkehr Saurons bedroht. Wir brauchen Stärke, Weisheit und Mut, wenn wir uns ihm widersetzen wollen. Menschen, Elben, Zwerge, Hobbits, alle freien Völker müssen sich verbünden. Ihr seid schon fast wach. Die letzten Ranken des Schlafes werden euch bald freigeben. Ihr fragt, warum ich euch das alles zeigte? Es gibt dafür nur einen Grund. Ich sah euch in meinem Spiegel
Nicht nur ein- oder zweimal, sondern sehr oft. Ob ihr das wünscht oder nicht, euer Schicksal ist mit dem Mittelerdes verwoben. Vergesst meine Worte nicht, wenn ihr erwacht. Die freien Völker Mittelerdes werden euch dringend brauchen. Ihr dürft sie nicht enttäuschen. Und damit endet Galadriels Traum. Die Herrin von Lorien hat uns im Traum aufgesucht und wir haben einiges gesehen, was auf uns zukommen wird. Das erste, was wir gesehen haben, war ein Ausblick auf die Schatten von Angmar. Das wird uns am Anfang sehr, sehr stark begleiten, denn das ist hier die Hauptgeschichte erstmal, die nichts mit dem Ring, mit der Ringgemeinschaft zu tun hat, aber die äußerst gut gelungen ist, weil sie quasi alles, was zurückgelassen wurde, von der Ringgemeinschaft behandelt. Danach hatten wir einen Ausblick auf Moria und auch nach Moria werden wir uns begeben. Ich glaube, die Erweiterung heißt sogar direkt Schatten von Moria. Und schließlich noch ein Ausblick nach Rohan, denn die Reiter von Rohan ist eine weitere Erweiterung. Und auch Helms Klamm gehört mit dazu. Mittlerweile geht das Spiel, wie ich schon mal erwähnt hatte, bis nach Pelagir, eine Stadt in der Nähe von Minas Tirith. Das hört sich nun wirklich nach einem seltsamen Traum an. Ich hatte niemals solche Träume und ich wünschte mir, dass ich auch weiterhin davon verschont bleibe. Gut, haben wir dieses kleine Intermezzo mit abgeschlossen. Das wollte ich euch auf jeden Fall mit zeigen, weil das eigentlich ziemlich schön ist, finde ich. Und sprech mal mit Atli Spinnenfluch. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Ja, ich weiß alles über den alten Ostpfad. Da sind überall Spinnen. Wenn ihr eine tötet, nehmt eine andere ihren Platz ein. Wenn wir den Pfad nutzen wollen, müssen wir uns hindurchkämpfen und sicher gehen, dass er bei den Mauern von Arshid noch blockiert ist. Die Spinnen werden uns bezüglich der Schwarzwolz die Arbeit abnehmen. Und diejenigen, mit denen die Spinnen sich nicht befassen, werden wir uns von hinten mit unseren Äxten und Schwertern schnappen. Wir werden auf sie einfallen wie eine einstürzende Höhle. Gott, mit dem Lesen wird's langsam schwer irgendwie. Der Ostpfad liegt voller Gefahren, doch in diesen Gefahren liegt Hoffnung. So, dann machen wir uns mal auf den Weg auf den Ostpfad. Wir sehen schon, das führt wieder in anorische Ruinen rein. Das ist dieses Gebiet und hier drüben ist die Mauer, die wir untersuchen müssen. Ich glaube, das ist das Letzte, was wir jetzt noch an Vorbereitungen haben, bevor es auf das Ende des Prologs zugeht. Und glücklicherweise ist hier alles... nicht allzu aggressiv. Das heißt, wir können jetzt hier durchgehen und ich kann die Sache ein bisschen abkürzen. Das Leveln kann ich auch später noch machen, aber wir können mal die neuen Zauber ausprobieren. Die neuen Skills. So, da haben wir zum Beispiel den hier. Auch der braucht Fokus, wie wir sehen. Aber das geht schon. So, die können wir mal eben vorbeigehen mitmachen hier. Jetzt können wir das, ja? Ich darf bloß nicht am Gegner vorbeirennen. Das ist natürlich ein bisschen dumm, wenn ich das mache. So, nehmen wir uns mal einen. Hier, den da zum Beispiel. Der ist so schön weit weg. So, den noch im Vorbeigehen. Und damit haben wir genug Spinnen getötet. Toter Schwarzwoldkundschafter liegt hier rum. Wir sehen, die Mauer ist noch dicht. Das ist schön. Und der Schwarzwold wurde eingesponnen. Entschuldigung. Dieser Räuberkundschafter hat sein Ende in der Sackgasse des alten Ostpfads gefunden. Ja, hier war kein Durchkommen für ihn. Und auch die Räuber werden hier schlechte Karten haben. Das heißt, zumindest von der Seite ist erstmal Ruhe. Und wir können uns zurück zur Atli begeben. Einmal durch die ekligen Netze hier. Leider bleibt es nicht so, dass die Spinnen so friedfertig sind. Sondern die werden noch ein bisschen garstiger. Ich finde das schön mit den Sternen hier immer, mit den Ruinen, die sind schön gestaltet. So, aber davon werden wir noch weitaus prächtigere sehen, weitaus schönere. Das ist ja hier nur so ein kleiner Abglanz, der mal so irgendwo mit reingebaut wurde. Wir sind ja auch immer noch ganz am Anfang im Einleitungsgebiet. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen lang, aber das ist auch nur dadurch so lang, dass wir jetzt halt so viel auch hier mit lesen einfach, also dass ich so viel vorlese. Dadurch zieht sich das natürlich ein bisschen in die Länge, aber das gehört dazu. Ich finde gerade die Geschichte ist halt die Stärke dieses Spiels.
Sie werden keinen Ausweg finden. Das wird uns von Vorteil sein. Das ist eine gute Nachricht. Eine Sackgasse am Ende des Pfades wird zu unserem Vorteil sein. Die Räuber werden dann langsamer und haben die Spinnen auf ihren Fersen. Dann greifen die Jäger von hinten an, während die Soldaten einen Frontalangriff starten. Ich werde nach Arschit gehen, um sie zusammenzutrommeln und sie auf den Sturm vorzubereiten, der heute Nacht über sie hereinbrechen wird. So, was nehmen wir denn mal für eine Farbe? Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir mal Rostbraun. Schnell, Cornelius Strohleben marschiert auf Arschit zu und bösartige Menschen aus Angmar verleihen ihm und den Schwarzwolds Stärke. Wir müssen sofort bei der Verteidigung der Stadt helfen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Gut, wenn wir jetzt mit John sprechen, dann verlassen wir das Intro. Ich will vorher noch mal ganz kurz den Helm hier anlegen. Und mal schauen, das sieht bestimmt blöd aus, oder? Ja, das sieht blöd aus, deswegen nehmen wir den wieder ab. Wir können ihn also einfach hier auch verschwinden lassen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Wenn man irgendwelche Sachen nicht sehen möchte, dann schaltet man die Sichtbarkeit einfach aus. Wie zum Beispiel von dem Umhang, der ist dann auch weg. Wir haben aber noch, fällt mir gerade ein... Genau, wir haben noch die Schulterstützer hier. Ah, die sehen auch nicht so geil aus, ne? Passen auch überhaupt nicht zur Rüstung. Also ausgestellt. Wir tragen sie trotzdem, das ist das Gute, aber wir sehen sie nicht mehr. So, und dann möchte ich nochmal ganz kurz, weil wir gerade die Farben bekommen haben, ausprobieren. Wir haben die rostbraunen Farben. Damit können wir Klamotten einfärben. Sowohl Zierwerk als auch normale. Ich möchte mal schauen, wie das aussieht. Dazu kann man mit Steuerung und linker Maustaste kann man eine Kleiderkammer aufrufen, in der wir das tragen, was wir dann angeklickt haben. Das funktioniert übrigens auch, wenn wir im Shop irgendwelche Klamotten, also nicht im Herr der Ringe Online-Shop, den gibt es hier unten. In dem kann man mit Punkten, die man sich kaufen kann für richtiges Geld, Sachen kaufen. Das wollen wir natürlich hier nicht. Sondern ich meine, wenn wir in irgendeinem Laden Klamotten haben, können wir uns die so auch aufrufen. Oder auch wenn wir bei einem Tauschhändler sind und können uns anschauen, wie sieht das in unserem Charakter eigentlich aus. Und wir können auch schauen, wie sieht es aus, wenn wir die Sachen einfärben. Dann gehen wir mal hier auf Brust. Ist Standard eingestellt. Das heißt, wir können das nicht einfärben wahrscheinlich, oder? Probieren wir es mal. Nein, kann bei diesem Ziel nicht verwendet werden. Das ist schade. So, jetzt habe ich hier unten aber das eingetragen. So, das machen wir mal weg unten in der Chatleiste. Gut, wenn das nicht einzufärben geht, legen wir los. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Sehr gut.